Moin moin, es geht weiter mit Phoenix Wright. Ja, und erster Fail schon mal. Doch, es geht. Weil ich das mal im Game bedeutet eigentlich nicht. Weil normalerweise müsste warte mal im Gamepad leuchten dafür, dass es eingesteckt ist, aber tut es nicht trotzdem, das Ding funktioniert. Alles cool. Alter, nicht Adrian. Niemals. Nicht meine coole besonnene Adrian Andrews. Sie ist ihre Managerin. Für sie wäre die Angelegenheit eine Leichtigkeit gewesen. Außerdem hätte sie als einzige Person problemlosen Zugang zu ihrem Messer gehabt. Und nach der Preisverleihung während der Pause da. Ich habe die ganze Zeit tief und fest geschlafen. Sie hatte auch Gelegenheit dazu gehabt, den blutigen Knopf in ihrem Hakama zu tun. Weil sie kam, um mich aufzuwecken. Dann, Alter, sie meinen echt, dass sie es war? Ja, sie ist die wahre Mörderin. Sie hat John Corridor ermordet. Aber warum? Ich dachte, sie und John wären dicke Kumpel gewesen. Sie verfolgt nur ihre eigenen Ziele. Ihre eigenen Ziele? Was soll das denn heißen? Das wird ihm im Laufe des Prozesses schon noch klar werden. Wird schon alles gut gehen. Ich sorge dafür, dass sie noch heute freigesprochen werden. Verschaffen sie mir ein Urteil, so erfrischend wie eine Frühlingsbrise. Okay, Anwalt? Phoenix, du denkst, ihr Motiv hat mit dem fehlenden Abschiedsbrief von Castell in Pax zu tun, hä? Ja. Frau Andrews hat auf den Lebenswillen von Frau Inpax gezählt. Aber dann nahm sich Frau Inpax plötzlich das Leben. Sie hat bestimmt einen Abschiedsbrief hinterlassen. Der wurde versteckt von John Corridor, dem Mordopfer. Das muss der wahre Grund dafür sein, dass Frau Andrews sich Herrn Corridor annäherte. Nur um den Abschiedsbrief zu bekommen. Hört sich plausibel an. Bis auf eine Kleinigkeit. Und die wäre? Von wem haben wir zuerst von ihrem Verhältnis erfahren? Genauer gesagt, von Frau Andrews Co-Abhängigkeit in Bezug auf Frau Inpax. Von Edgeworth. Scheint, als hätte er noch immer alle Fäden in der Hand. Leg besser noch nicht alle deine Karten auf den Tisch. Ja, das wäre ein bisschen fatal. Egal, mal sehen, was rauskommt. Erst Hilfe uns und jetzt unser Gegner, ey. Das Gericht versammelt sich. Petrus, wenn Sie dann bitte so freundlich wären. Die Anklage ruft die vom Gericht vorgeladene Zeugin in den Zeugenstand. Frau Adrian Andrews, die das Verbrechen in Herrn John Corridors Zimmer entdeckte. Ihr Beruf, bitte. Ich bin die Managerin des Angeklagten, Herrn Matt Ingard. Ich verstehe, also gut, dann. Euer Ehren, ich hätte da eine Bitte, bevor wir beginnen. Ja, sicher. Worum handelt es sich? Ich bin sicher, dass alle Anwesenden die gleiche Frage beschäftigt und sie darauf brennen, zu erfahren, wie mein Verhältnis zu dem Angeklagten aussah. Immerhin war diese Frage kürzlich schon Thema in einem bekannten Magazin. Ich, weiß nicht, worum Sie da reden. Vom Klatschblatt habe ich noch nie gehört. Wenn der Richter jemals Zeuge der Anklage wäre, würde er mir die ganze Arbeit abnehmen. Wie auch immer, wenn Sie uns dann bitte Ihre Beziehung zum Opfer aufklären könnten. Ja, ich habe mich öfter mit Herrn Corridor getroffen. Der Rivalität zwischen Matt und Jean war mir durchaus bewusst, aber unsere Beziehung ging nur Jean und mich etwas an. Ha, wer den Aal hält bei dem Schwanz, der bleibt, dem bleibt er weder halb noch ganz oder so. Aber ich habe ihn nicht getötet. Aber das behauptet doch auch niemand. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das bald jemand tun wird. Hm? Warum gucken mich alle an? Ich denke, wir können jetzt alle ihre Beziehung zum Opfer nachvollziehen, Frau Andrews. Also gut, Zeugin, würden Sie bitte zum Protokoll geben, was genau sich ereignete, nachdem Sie den Mord entdeckt hatten? Als ich die Leiche fand. Die Vorstellung sollte beginnen, also holte ich Matt aus seinem Zimmer ab. Danach ging ich in Johns Zimmer. Aber er war tot. Ich stand unter Schock. Was ich gesehen habe, war genau das, was auch auf dem Tatortfoto zu sehen ist. Ich war nahe einer Ohnmacht, deswegen schenkte ich mir ein Glas Saft ein. Haben Sie sich ein Glas Saft eingeschenkt? Ja. Leider dachte ich in dem Moment nicht daran, am Tatort besser nichts anzufassen. Und durch diese eine Kleinigkeit habe ich den Tatort verändert. Und das ist der Grund für die Fingerabdrücke auf dem Glas, euer Ehren. Ich verstehe. Also gut, Herr Wright. Ihre Zeugin. Phoenix? Die ist mit allen Wassern gewaschen. Ja, ich weiß. Um so jemanden zu kriegen, musst du eine direkte Konfrontation vermeiden. Bring sie aus dem Tritt. Aus dem Tritt bringen?
Dieser Typ Frau kommt nicht gut damit klar, wenn irgendwas ihrer Denkweise widerspricht. Greife an, denn sie ist am wenigsten erwartet. In dem Moment, in dem du aufhörst anzugreifen, hast du den Prozess verloren, okay? Okay. Weil ich sehe da gerade nichts, wo ich Beweise reinschmeißen kann. Wir greifen einfach nur an. Und was tat er und gab zu dieser Zeit? Er machte ein Nickerchen. Die Nickel-Samurai-Darbietung bei der Preisverleihung hatte ihn erschöpft. Ah, das stimmt mit Tanangards Aussage überein. Er kann also nicht aus seinem Zimmer entfernt worden sein, richtig? Entschuldigung? Es? Was meinen Sie? Right. Hast du in der Schule nicht gelernt, wie man einen anständigen Satz bildet? Wenn du es nicht schaffst, einen Satz mit einem Subjekt zu bilden, muss ich es tun. Frau Endlos, haben Sie Tanangards Messer aus dessen Zimmer entfernt? Nein. Ha. Subjekt, Verb, Objekt, right. So viel zum Grundschulwissen. Die Zeugin möge fortfahren. Edgeworth, ja. Du solltest mal ein Lernspiel haben. Lernen mit Edgeworth. Klasse 1 bis 4. Und warum sollten sie das getan haben? Als nette Geste. George stand vor einem Auftritt mit den anderen Superhelden. Soll also eine echte Superfamilienshow werden, was? Was war wirklich der einzige Grund? Entschuldigen Sie, worauf wollen Sie hinaus? Sie hatten noch einen ganz bestimmten Grund, sich mit ihm einzulassen, oder nicht? Vielleicht hatten Sie mit dem Opfer ja etwas eher Persönliches zu sprechen. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Ich hatte nichts derartiges vor. Ohne einen stichhaltigen Beweis bekomme ich Sie nie zum Reden. Können wir dann fortfahren? Zeugin, was haben Sie beim Betreten des Zimmers gesehen? Aber er war tot. Ich stand unter Schock, bla bla bla. Sie standen also unter Schock. Ja, und? Was hätten Sie denn erwartet? Frau Endlos ist eine sehr berechnende Person. Egal wie eng die Beziehung war, ich glaube kaum, dass sie in Herrn Korida verliebt war. Jeder, der zufällig über eine Leiche stolpert, würde unter Schock stehen. Du kannst doch von einer so schönen Frau nicht erwarten, dass sie so etwas kalt lässt. Was hat denn bitte Schönheit damit zu tun, wie jemand auf eine Leiche reagiert? Ha, in der Tat. Was ich gesehen habe, genau das, was ich... Das ist das Foto, auf das sie sich beziehen, korrekt? Ja, das was... Auf das... Ja, das, auf dem man das Messer in seiner Brust stecken sieht. Und der ging Zahnkoffer. Der genau... Stand der genau so da? Ja, natürlich. Er war geöffnet und leer. Und dann, was taten sie als nächstes, Zeugin? Ich war nach einer Ohnmacht, deswegen schenkte ich mir ein Glas Saft ein. Saft? Ja, es stand eine Flasche Tomatensaft auf dem Tisch, also bediente ich mich. Aber getrunken haben sie nichts, oder? Hä? Auf dem Glas wurden keine Lippenabdrücke gefunden. Ich fühlte mich nicht gut, also stellte ich das Glas wieder hin, ohne zu trinken. Frau Andrews, ich würde die Sache gerne noch einmal mit Ihnen durchgehen. Als sie an Corridors Leiche fanden, standen sie also unter Schock. Und daraufhin gossen sie sich ein Glas Saft ein, korrekt? Ja, und? Ich wusste in dem Moment nicht, was ich tat. Sie wussten nicht, was sie taten. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Finden Sie nicht, dass Sie ein wenig grob sind? Ich war so benommen, dass mir eine Unachtsamkeit unterlief. Eine einzige Kleinigkeit. Welche einzige Kleinigkeit? Vergessen Sie's. Nichts Wichtiges. Was wollte sie da gerade erzählen? Los, raus mit der Sprache! Frau Andrews, ich bin überzeugt, dass Ihnen, wie Sie sagten, am Tatort eine Unachtsamkeit unterlief. Ich wüsste nur gerne, worum es sich genau bei dieser Unachtsamkeit handelte. Ich muss mal meine Stimme ölen. Ehrlich gesagt, das wüsste ich auch gerne. Es tut mir leid. Die Sache ist mir etwas peinlich. Als ich das Glas auf der Kommode abstellte, warf ich aus Versehen die Blumenvase herunter. Blumenvase? Meinen Sie die auf dem Tatortfoto vom Tatort zu sehen ist? Diesen Scherbenhaufen? Die stand auf der Kommode, aber als ich mich mit dem Ellbogen gegen sie stieß, fiel sie auf den Gitarrenkoffer. Warum haben Sie uns ein so wichtiges Detail vorenthalten? Es tut mir leid. Ich dachte, es hätte keine weitere Bedeutung. Der Tatort war ja sowieso schon ein einziges Chaos.
Scheint, als hätten wir damit eine weitere Tatsache zur Tage gefördert. Bitte schließen Sie in Ihrer Aussage dieses und sämtliche weiteren Details ein. Entschuldigung, aber mehr habe ich nicht hinzuzufügen. Mehr habe ich nicht berührt. Ich habe die Blumenvase umgestoßen, die daraufhin auf den Gitarrenkopf fiel. Wie sah die Blumenvase genau aus? Es war eine Glasvase, ziemlich groß und schwer. Ich wollte Johns Puls fühlen, also stellte ich das Glas auf der Kommode ab. Dabei stieß ich versehentlich mit dem Ellbogen gegen die Vase. Seltsam. Ich dachte, sie hätte sich immer total unter Kontrolle. Das ist es, was sie andere gerne glauben machen möchte. Denk immer an den Unterschied zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit. Bis jetzt gibt es leider keine offensichtlichen Widersprüche in ihrer Aussage. Ich habe dich gewarnt, so einfach ist diese Nuss nicht zu knacken. Deine einzige Chance ist, weiter anzugreifen. Pausenloser Angriff. Um sie zu kriegen, brauchst du stichhaltige, eindeutige Beweise. Ich muss irgendwas finden. Irgendwas. Für Maya. Also hol dich mit aus seinem Zimmer ab. Seltsam. Ich greife mal mit dem Gitarrenkoffer an. Sie sagten aus, Sie hätten die Blumenvase umgeworfen. Ist das korrekt? Ja. Und Sie sind sich absolut sicher, dass sie auf den Gitarrenkoffer fiel? Gibt es in meiner Aussage irgendein Problem? Nicht nur irgendein Problem, sondern ein gewaltiges Problem. Der Deckel des Gitarrenkoffers war nass. Soweit, so gut. Allerdings ist genau das Merkwürdige an der Sache. Frau Andrews, Ihrer Aussage nach fiel die Vase auf den Gitarrenkoffer. Allerdings. Dann hätte der Koffer von innen nass werden müssen, nicht von außen. Ich glaube, wir haben sie. Powderbaut! Padauza hat er recht. Das ist allerdings nicht das einzige Merkwürdige an dem Gitarrenkoffer. Sondern. Werfen wir doch nochmal einen genauen Blick auf das Tatortfoto. Die Überreste der Vase sind auf dem Boden verteilt. Und was ist daran so merkwürdig? Wäre der Gitarrenkoffer bereits geöffnet gewesen, als die Vase umfiel? Müssten sich die Glasscherben noch im Koffer befinden, nicht außerhalb. Worauf willst du hinaus, Wright? Darauf, dass der Koffer geschlossen war, als die Vase umgestoßen wurde? Ist das alles? Nein, erinnerst du dich an die Aussage von Frau Andrews? Sie behauptete, außer der Vase nichts berührt zu haben. Ja, das stimmt. Damit hat sie praktisch gesagt, dass sie den Koffer nicht berührte. Aber der Gitarrenkoffer ist doch vollkommen bedeutungslos. Die hellrote Gitarre wurde im Studio gefunden. Der Koffer ist für den Fall unerheblich. Das mag ja sein, aber auf den ersten Blick scheint ein leerer Gitarrenkoffer für diesen Fall bedeutungslos. Mir scheint, der Gitarrenkoffer spielt in diesem Fall keine Rolle. Was denken Sie, Herr Wright? Halten Sie es für nötig, mehr zum Gitarrenkoffer zu hören? Natürlich! Der leere Gitarrenkoffer ist meiner Meinung nach der Schlüssel zur Lösung dieses Falls. Unglaublich, dass irgendjemand sich an so belanglosen Details aufhält. Typisch für dich. Ich kann auch nicht glauben, dass ich das hier gerade wirklich tue. Okay, ich spiel mit. Fürs Erste. Frau Andrews, wenn ich Sie dann um Ihre Aussage zum Gitarrenkoffer bitten dürfte? Ja, euer Ehren. Ich meine, da ist was wichtig, weil wenn die Vase wirklich auf das Ding gefallen ist, da sind keine Scherben drin, kein Wasser, nix. Er war zu. Und jemand hat ihn danach geöffnet. Also. Ich kann mich nicht genau erinnern. Ich war noch etwas benommen. Ich denke, ich öffnete den Gitarrenkoffer, nachdem ich die Vase umgeworfen hatte. Nicht weiter wichtig, oder? Immerhin war der Koffer ja leer. Aber warum ich den Koffer öffnete, das weiß ich selbst nicht. Scheint wirklich nicht weiter von Belang zu sein. Diese Zeitverschwendung ist mir schon vertraut, dass es sie fast tröstlich ist. Ja, wie auch immer. Ich würde dann gerne mit dem Kreuzverhör beginnen. Wie auch immer. Wie immer wechselst du das Thema, wenn es für dich unbequem wird. Ja, so ist unser Right. Aber ich weiß, dieser Koffer ist wichtig. Er hat mein Interesse geweckt. Konnten Sie sich während Ihrer Aussage gerade deutlich an die Ereignisse erinnern? Also, sehen Sie. Sind Sie sich absolut sicher, dass Sie es waren, die den Gitarrenkoffer öffnete?
Stille. Sie wartet darauf, dass ihr jemand sagt, ob sie antworten soll oder nicht. Ihre Co-Abhängigkeit schlägt durch, hä? Also, Frau Andrews. Ja, ich war das. Wow. Sie haben also den Gitarrenkoffer geöffnet? Ja, ich glaube schon. Warum haben Sie den Gitarrenkoffer geöffnet? Was? Die Leiche von Herrn Korda befand sich direkt vor Ihnen, oder? Da wäre die erste Reaktion doch, nach Hilfe zu rufen. Nicht einen Koffer zu öffnen. Wie die Zeugin schon mehrmals betonte, war sie nach dem Fund der Leiche benommen. Vielleicht war ich neugierig, ob die grellrote Gitarre noch in Ordnung war. Ich dachte, vielleicht hat der Täter sie mitgenommen. Warum sollte sie sich Sorgen um die grellrote Gitarre machen? Aber um zurück aufs eigentliche Thema zu kommen. Nicht weiter wichtig, oder? Immerhin war der Koffer ja leer. War er wirklich leer? Hä? Ich frage mich bloß, ob die Gitarre noch da war, als sie den Koffer öffneten. Seit wann bist du Anwalt, Wright? Wie wär's mit etwas mehr Professionalität? Die grellrote Gitarre wurde im Studio gefunden. Wir könnten das Verfahren in der Hälfte der Zeit erledigen, wenn du aufpassen würdest. Genau, passen Sie besser auf, Herr Wright. Entschuldigung. Aber warum ich den Koffer öffnete, das weiß ich selbst nicht. Lag das daran, dass Sie geschockt und benommen vom Fund der Leiche waren? Ja, wahrscheinlich. Sie weiter so unter Druck zu setzen, führt zu nichts. Ich muss Beweise vorlegen, um sie zum Reden zu bringen. Wäre ein Versuch wert. Komm schon, Phoenix. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Ich will auch gar nicht nachlassen, aber... Sie ist angeschlagen. Das ist unsere Chance. Ja, sicher. Wenn wir bloß irgendeine Waffe hätten, um sie zu schlagen. Ich bin sicher, dass irgendwo in der Gerichtsakte eine Waffe auf ihren Finder wartet. Was haben wir alles? Den Koffer, das Glas, Mininja, Messer, Jaunt Autopsiegericht, Gutachten, Selbstmord. Nee. Gutachten, Selbstmordversuch. Nein. Nein. So. Also der Koffer ist von außen nass. Der muss geöffnet worden sein. Na dann, Gitarrenkoffer. Karte des Hotels. Zeitungsausschnitt. Lottes Kamera. Funkgerät. Pressekonferenz. Der Nickel Samurai. Nö. Oh Mann, ich muss mal wieder in Ruhe nachdenken. So, da bin ich wieder. Ich habe nachgedacht und es muss weiter mit dem Gitarrenkoffer zusammenhängen, weil ich bezweifle, dass sie ihn geöffnet hat, sondern der Mörder. Obwohl, sie ist ja der Mörder, aber ich weiß es nicht. Der Gitarrenkoffer ist meine einzige Waffe, die ich eventuell hier habe. Weil die meint ja, ist nicht wichtig. Der Koffer war leer. Ich meine, da war etwas drin. Ich weiß es selber nicht. Ich präsentiere einfach nochmal den scheiß Koffer. Yay. Es kann unmöglich sein, dass sie den Gitarrenkoffer geöffnet haben. Woher sollten sie das wissen? Ganz einfach, meine Liebe. Die einzigen Fingerabdrücke auf dem Gitarrenkoffer waren die des Opfers. Ah, ja, natürlich. Hätte ich mir den Text durchgelesen. Ah. Was ist mit Ihnen, Frau Andrews? Ich könnte den Koffer doch auch berührt haben, ohne Abdrücke zu hinterlassen. Wie bitte? Was, wenn ich Ihnen erzählen würde, dass ich Handschuhe anhatte? Handschuhe? Warum sollten Sie bitte Handschuhe angehabt haben? Auf dem Abend fand die Preisverleihung statt. Zu der Gelegenheit habe ich mir natürlich mich in Schale geworfen. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich bin fast sicher, dass ich Handschuhe anhatte. Aha.
Also, Herr Wright, die Zeugin trug anscheinend Handschuhe, als sie sich am Tatort befand. Merkwürdig. Sie trugen Handschuhe? Finden Sie das auch nicht etwas merkwürdig? Was soll daran bitte merkwürdig sein? Am Glas mit dem Saft sind Fingerabdrücke von ihr. Haben Sie irgendeinen Beweis dafür, dass ich keine Handschuhe anhatte? Natürlich. Hast du denn nicht vor kurzem mein Glas eingeschenkt? Hier ist der Beweis. Dieses Glas. Das Glas? Auf dem Glas sind Ihre Fingerabdrücke eindeutig nachzuweisen. Sogar wenn Sie die Handschuhe ausgezogen hätten, um sich den Saft einzuschenken, fänden Sie es nicht auch ein ganz klein wenig merkwürdig, sie sich extra wieder anziehen und sie nur um den Gitarrenkoffer zu öffnen? Ihre Brille ist zerplatzt. Und sie hat eine Ersatzbrille sofort parat. Sehr gut, damit wir keine kurzsichtigen, nervigen Zeugen haben. Und sie tickt auch nicht so aus wie die anderen. Obwohl immer noch besser als der gechillte Akro, ey. Diesmal hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Hä? Was meinst du damit? Ich bin mir sicher, dass der Gitarrenkoffer eine verdammt wichtige Rolle spielt. Aber ist doch nur ein leerer Koffer. Ich frag mich, ob er wirklich so leer war. Aber die Gitarre, die grellrote Gitarre war doch im Studio. Phoenix, vergiss deine bisherigen Annahmen. In dem Gitarrenkoffer war gar keine grellrote Gitarre. Was denn sonst? Eine weiße Gitarre? Moment, schon wieder daneben. Ich muss zugeben, das wäre äußerst ungewöhnlich für jemanden, das zu tun. Die Zeugin trug also keine Handschuhe, obwohl sich auf dem Koffer... Euer Ehren, das gehört doch offensichtlich zum üblichen Verwirrspiel der Verteidigung. Und wichtige Details behandeln, um uns alle einzulullen mit seinen aberwitzigen... Nein, euer Ehren, erinnern Sie sich daran, dass Frau Andrews aussagte, dass sie die Vase auf den Gitarrenkoffer fallen ließ. Was bedeutet, dass der Koffer geschlossen gewesen sein muss, als die Tat stattfand? Auf dem Tatortfoto allerdings ist deutlich zu sehen, dass der Koffer weit offen stand. Ich bin mir also absolut sicher, dass der Gitarrenkoffer etwas mit dem Mord zu tun hat. Wenn du dir deiner Sache so sicher bist, Wright, dann kannst du deine ungeheuerlichen Behauptungen bestimmt auch beweisen, oder? Kläre uns doch bitte darüber auf, was dieser Koffer mit dem Mord zu tun hat. Können Sie das, Herr Wright? Naja. Nehmen wir doch mal an, dass die grellrote Gitarre nicht das Einzige war, was sich im Koffer befand. Dass die grellrote Gitarre nicht das Einzige war? Sie wollen doch nicht so völlig andeuten, dass ich noch eine schwarze Gitarre in dem... Du willst also die Behauptung aufstellen, dass der Koffer gar nicht leer war, Wright? Ich würde niemals etwas behaupten, das ich nicht auch beweisen könnte. Blass dich nicht so auf, du hast bisher noch gar nichts bewiesen. Also gut, verrat uns, was war zum Tatzeitpunkt in dem Gitarrenkoffer? Mal sehen, ich denke, ich sollte mal langsam mit diesem Selbstmordspruch. Komm, ja, ich brauche nur etwas. Karte des Hotels, Kamera. Ne, ich habe ja sonst keine Beweise, die irgendwie dafür sprechen. Also, ich kann nur mit diesem Gutachten hier. Und warum sollte so etwas in einem Gitarrenkoffer sein? Und warum ausgerechnet in diesem? Warum, Herr Wright? Warum? Ich dachte, man sollte keine Möglichkeit außer Acht lassen. Ich hätte da einen Vorschlag. Steck es dir das dahin, wo dein Gehirn sein sollte. Genau, da lassen Sie es auch bitte auch. Haben nicht auch die geistig Armen das Recht auf ein wenig Freundlichkeit? Gehst du immer noch davon aus, dass du deine Theorie beweisen kannst? Kannst du beweisen, dass der Koffer zur Tatzeit nicht leer war? Ja, bla bla bla, ich weiß. Was war zum Zeitpunkt im Koffer? Knopf des Mini-Ninjas. Das Glas, nein. Des seriösen, bla bla bla. Die Zeitschrift brauche ich nicht. Die Kamera auch nicht. Das Funkgerät auch nicht. Nickel Samurai, Pressekonferenz, Ticket. Oh Gott, ey, ich bin wieder total planlos. Pause. So, bin wieder da.
Ich habe echt keinen Plan, aber... Moment mal. Also... Eins sage ich noch. Ich meine, die ist ja normal reingegangen. Die Alte hat permanent darauf gewartet, dass die Andrews rauskommt. Aber... Die hat doch den Nickel-Samurai rausgehen sehen. Gar nicht, wenn es in dem Koffer ein Kostüm drin war. Das ist ein Foto. Ja, aber wichtig ist, was auf dem Foto drauf ist, euer Ehren. Ah, auf dem Foto? Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, was ich meine, worauf ich hinaus will, ist... Im Gitarrenkoffer befand sich der Nickel-Samurai, das Kostüm des Superhelden. Was? Herr Wright, erklären Sie das! Wright, willst du behaupten, die Zeugin öffnete den Koffer, um an ein Kostüm zu kommen? Aus was für einem wahnwitzigen Grund sollte sie etwas derartiges tun? Der wahnwitzige Grund liegt doch auf der Hand. Um das Kostüm zu tragen, natürlich. Frau Andrews zog es an, um den Tatort unerkannt verlassen zu können. Immerhin konnten sie nicht zulassen, dass sie jemanden erkennt. Oder Frau Andrews? Ich weigere mich, diese Theorie zu akzeptieren. Kannst du irgendeinen Beweis für deine absonderliche Behauptung vorlegen? Vor der Tür wartete eine Enthüllungsfotografin, gierig auf eine echte Sensation. Und die hat sie dann ja auch bekommen, nicht wahr? Sie meint dieses Foto? Ruhe! Da sind wir wohl vom Regen in die Traufe gekommen, hä? Klasse gemacht, Phoenix! Du kennst ja meine Strategie. Erst reden, dann denken. Ha, der wahre Mörder verbarg sich also in einem Kostüm. Eine Sekunde, euer Herr. Bei dem Nickel-Samurai-Kostüm handelt es sich um das Kostüm von Herrn Matt Guard. Warum sollte sich im Zimmer des Opfers etwas befinden, was ihm angeklagt gehörte? Und warum ausgerechnet in einem Gitarrenkoffer? Ha, stimmt. Schon erstaunlich. Herr Wright, das Gericht würde gerne Ihre Meinung dazu hören. Was machte das Nickel-Samurai-Kostüm in dem Gitarrenkoffer? Ich glaube nicht, dass man so schnell ein Kostüm klauen kann. Und ich denke auch, dass bei einer Dreharbeit was passieren kann, wo das Kostüm beschädigt wird. Und der hat mal eben ein Ersatzkostüm parat. Herrn Gard zog sein Kostüm in der Pause nicht aus. Folglich muss es sich bei dem fraglichen Kostüm um ein Ersatzkostüm handeln. Was? Dann behaupten Sie, dass sich in der Mordnacht zwei Nickel-Samurai-Kostüme im Hotel Gatewater befanden? Ja, genau das behaupte ich. Und wie erklären Sie dann das Kostüm, das sich im Gitarrenkoffer befand? Das würde bedeuten, dass das Opfer das Ersatzkostüm bewusst dabei hatte. Aber wozu? Bei dem Opfer, Herrn Corrida, handelte es sich um den Nick Minneninja. Weshalb sollte er heimlich das Ersatzkostüm des Nickel-Samurai mitbringen? Welchen Grund sollte er für den dermaßen sonderbares Verhalten gehabt haben? Aha, das hat er also vor. Was brabbelst du da vor dich hin? Hast du etwa die ganze Zeit nur ins Blaue geraten, ohne überhaupt nachzudenken? Was? Nein, ich wollte bloß... Herr Wright, bitte erklären Sie sich. Wie kommen Sie darauf, dass das Opfer das Ersatzkostüm des Nickel-Samurais dabei hatte? Phoenix, bist du sicher, dass du das logisch erklären kannst? Überleg dir die Antwort gut und antworte leidenschaftlich. Ich glaube an dich. Also gut, dann passen Sie mal auf. Das Opfer hatte nur einen Grund, das Kostüm mit ins Hotel zu nehmen. Und zwar... Ja. Warum? Warum hatte der Minneninja das Nickel-Samurai-Kostüm dabei? Das ist ein Punkt, den ich nicht verstehe. Ich habe null Plan. Zero. Moment mal. Der Nickel-Samurai scheint nach der Bühnenshow etwas gestehen zu wollen. Vielleicht ist das ein Punkt, den ich ansprechen sollte. Was soll das sein? Am Abend des Mordes nach der Vorstellung sollte der Nickel-Samurai eine ganz besondere Pressekonferenz abhalten. Eine Pressekonferenz? Ja, der Nickel-Samurai sollte auf dieser Pressekonferenz etwas gestehen. Davon habe ich auch gehört. Endlich mal etwas, das du dir nicht ausgedacht hast.
Was mir allerdings seltsam vorkam, war, dass Herr Engard aussagte, er hätte von einer Pressekonferenz an jenem Abend gar nichts gewusst. Aber wie ist das möglich? So wie ich die Sache sehe, kann das nur eins heißen. Die Pressekonferenz wurde von niemand anderem als dem Opfer Herrn John Corda selbst organisiert. Dem Opfer? Ja. Das Ersatzkostüm des Nickel-Samurai war für die Pressekonferenz gedacht. Herr Corda hatte vor, bei der Pressekonferenz als Nickel-Samurai aufzutreten. Er wollte sich als Nickel-Samurai verkleiden und eine Pressekonferenz abhalten? Aber warum sollte das Opfer so etwas tun? Da bin ich auch nicht so unschlüssig. Allerdings wüsste ich nur zu gerne, was er bei der Pressekonferenz enthüllen wollte. Der Nickel-Samurai hatte vor, etwas zu gestehen. Und gestehen muss bedeuten, dass er etwas über sich selbst offenlegen wollte. Was bedeuten würde, dass Jean Corrida, verkleidet als Nickel-Samurai, vorhatte, über Matt und Gar zu reden. Stimmt, das würde es bedeuten, glaube ich. Aber wenn das der Fall wäre, wäre das kein Geständnis. Es wäre ein öffentliches Bekenntnis. Frau Andrews, Sie sind wirkliche Profis auf Ihrem Gebiet. Verzeihung? Es ist genau, wie Sie sagen. Die Pressekonferenz wurde von John organisiert. Frau Andrews, das müssen Sie uns erklären. Er bat um meine Mithilfe bei den Vorbereitungen. Und die Person, die ihm das zweite Kostüm besorgte, das war auch ich. Sie? John hatte dieses Jahr alles auf den Mini-Ninja gesetzt. Und wenn er den Grand Prix verloren hätte, er wollte sicher gehen, dass Matt gemeinsam mit ihm untergeht. Das war sein Plan. Er wollte ihn fertig machen, hm? Allem Anschein nach wusste er von einem finsteren Geheimnis, dass Matts Schauspielerkarriere beendet hätte, wäre es ans Licht gekommen. Was? Oh Gott, das gibt ja Matt ein Motiv. Wissen Sie, worum es sich bei Herrn Angars Geheimnis handelte, Frau Andrews? Das wusste nur John allein. Ich habe keine Ahnung, worum es sich dabei handelte. Ah, ich verstehe. Ich komme Ihnen wahrscheinlich nicht gerade glaubwürdig vor, aber das war zu erwarten. Ich wollte doch bloß Matt beschützen. Herrn Angard beschützen? Und wieder kommt ein kleines, sonderbares Stückchen Wahrheit ans Licht. Frau Andrews, würden Sie uns bitte Ihr eigenartiges Verhalten erklären? Ja, Euer Ehren, natürlich. Oh je. Mein erster Gedanke, nachdem ich den Mord entdeckte, war, dass Matt der Mörder war. Matt hatte keine andere Wahl, als Jean zu ermorden. Außerdem besaß er kein Alibi für die Tatzeit. Meine Vermutungen wurden durch die Beweise bestätigt. Der Knopf, das Messer. Aber ich bin nun mal Matts Managerin. Es war meine Pflicht, ihn zu beschützen. Ah, das erklärt natürlich alles. Tja, ich bin eben von der rationalen Sorte. Endlich kommt ihre wahre Natur zum Vorschein. Sie ist nervöser als das berühmte Häschen in der Grube. Wenn es keine Anwände gibt, würde ich gerne anhand dieser Aussage ein Urteil fällen. Wenn Sie dann soweit wären, Herr Wright. Und die Waage schlägt wieder in die entgegengesetzte Richtung aus. Ich muss alles in die Waagschale werfen, um den Fall noch einmal herumzureißen. Ja, weil dieses Geheimnis gibt tatsächlich ein Mordmotiv. Ein glaubwürdiges Mordmotiv. Würden Sie sagen, dass da gerade Ihre Intuition aus Ihnen gesprochen hat? Sie sollten nicht so einfach von sich auf andere schließen. Wenn Sie beweisen wollen, dass jemand etwas getan hat, benötigen Sie drei Dinge. Drei Dinge? Ein Motiv, eine Gelegenheit, das Verbrechen zu begehen und stichhaltige Beweise. Wenn Sie über diese drei Dinge nachdenken, wird die Antwort recht schnell klar. Das hättest du wissen müssen, Phoenix. Das war kein Teil unserer Ausbildung. Zumindest weiß ich davon nichts mehr. Dürfte ich fortfahren? Und würden Sie sagen, dass dieser Zwang mit der Pressekonferenz zu tun hatte? Ja. Warum hat Jean für die Pressekonferenz wohl diese Zeit und diesen Ort gewählt? Weil es die Gelegenheit war, dem so beliebten Matt Engard den größten Schaden zuzufügen. Und Sie waren in seinen Plan eingeweiht, Frau Andrews? Ja, immerhin war ich es ja, die Konferenz organisierte und das Kostüm besorgte. Aber ich bin völlig sicher, dass Herrn Engard nichts von einer Pressekonferenz wusste. Ach, wirklich? Haben Sie irgendeinen Beweis dafür, dass er nichts von der Pressekonferenz wusste? Schnickschnack. Wichtig ist es nur, dass Ihre Aussage diese Information nicht enthält. Ja, da stimme ich zu, Frau Andrews. Ich muss Sie bitten, Ihre Aussage zu korrigieren. Klammern wir uns jetzt schon an den berühmten letzten Strohhalm, Herr Wright? Moment mal!
Hat der Angard jemals etwas getan, das ihre Gefühle verletzt hat? Warum fragen Sie? Sie waren doch diejenige, die Herrn Korda bei dieser Pressekonferenz half. Einer Veranstaltung, die zum Ziel hatte, Herrn Angard zu schaden. Und Sie halfen dabei. Die Person, die hier vor Gericht steht, ist Herrn Angard, Wright. Was die Zeugen dazu veranlasst hat, dem Opfer bei seinen Plänen behilflich zu sein, ist von keinerlei Belang. Auf jeden Fall bedeutet es, dass der Angeklagte ein Motiv hatte, das Opfer zu töten. Warum tue ich mir das bloß immer wieder an? Außerdem besaß er kein Alibi für die Tatzeit. Aber haben Sie nicht vorhin ausgesagt, dass Herr Angard gerade ein Nickerchen auf seinem Zimmer machte? Wollen Sie behaupten, dass auch das eine Lüge zum Schutze von Herrn Angard war? Ich behaupte nichts dergleichen. Als ich ihn zur Show holen wollte, hat er wirklich geschlafen. Aber ich kann nicht sagen, ob er die ganze Zeit geschlafen hat. Ich war zu sehr damit beschäftigt, mich um das Bühnenbild zu kümmern. So sehr ich es auch versuche, ich kann keine Unstimmigkeiten in Frau Endos Aussage finden. Das kann ich bei dem Leben von nicht allen hier anwesenden Personen behaupten. Der Richter starrt genau in Mias Richtung. Er starrt dich an, Schlaukopf. Meine Vermutung. Sie können das Messer wohl kaum als belastenden Beweis bezeichnen. Die Fingerabdrücke auf dem Messer können durchaus eine gut gelegte falsche Spur sein. Und was ist mit dem Knopf? Dem Knopf? Aus den Spuren am Tatort lässt sich eindeutig schließen, dass ein Kampf stattgefunden hat. Während des Kampfes riss der Mörder den Knopf im Kostüm des Millennium hier ab. Das hier ist der Knopf, von dem Sie reden, richtig? Dieser Knopf wurde in einer Bügelfalte von Metz Hakama gefunden, oder etwa nicht? Das sollte meiner Meinung nach reichen, um ihn einen äußerst belastenden Beweis zu machen. Da wurde Ihnen ja wieder mal ein schönes Schnippchen geschlagen, Herr Wright. Trotzdem, das Messer beweist gar nichts. Bitte ändern Sie Ihre Aussage entsprechend. Ich ertrage keine Männer, die unfähig sind, eine Niederlage zu akzeptieren. Ja, und deine Stimme ist so anstrengend, dass ich wieder was trinken muss. Gott sei Dank kann Mia meinen Anblick noch ertragen. Mit Verachtung, ja. Frau Endos, beziehen Sie die Information doch, Herr Wright, zuliebe Ihre Aussage ein. Okay, dann greifen wir das an. Alles angreifen, ich finde schon was. Und woher sollten Sie das wissen? Als die Enden der Windfäden des Knopfes mit denen des Kostüms verglichen wurden, stellte man fest, dass sie perfekt zusammenpassen. Habe ich zumindest gehört. Ah, das habe ich auch schon mal gehört. Aber wie kommt Frau Endos an so genaue Details zur Beweisführung? Sehen Sie mich nicht so an. Im Gegensatz zu Ihnen bin ich eben vorbereitet. Ach, und ich dachte schon, ich hätte Sie diesmal erwischt. Wenn es irgendwas gibt, das Sie zu Fall bringt, muss es hier sein. Aber wo und was? Aber in Wahrheit sind Sie ihm in den Rücken gefallen, nicht wahr? Und das zum ungünstigsten aller Zeitpunkte. Wie kommst du darauf, dass sie ihm in den Rücken gefallen ist? Diese Zeugin hätte Herrn Gards Geheimnis jederzeit öffentlich machen können. Warum hätte sie also extra auf ein so großes Publikum warten sollen? Aus dem gleichen Grund, aus dem Herr Korridor diese Pressekonferenz plante. Frau Endos wollte Herrn Gard größtmöglichen Schaden zufügen. Diese Zeugin hegt böse Absichten gegenüber dem Angeklagten. Das ist hier nicht Phoenix Wright schwingt große Reden, TV. Und hör bitte damit auf, diese Zeugin zu verleumden. Wie ich es erwartet habe, die Aussage von Frau Endos scheint wasserdicht. Wirklich? Mir kam sie eher etwas verwirrend vor. Verwirrend? Naja, mal sehen, was ich mit etwas Druck erreichen kann. Du solltest inzwischen wissen, dass du stichhaltige Beweise brauchen musst, um sie zum Reden zu bringen. Alles klar, Boss. Jetzt geht's Ihnen an den Kragen, Frau Andrews. Du kennst dein Motiv, aber du hast keine Beweise, klar. Ich glaube, hier muss ich angreifen. Mit dem Knopf. Nein. Zeugenaussage ist eindeutig falsch, euer Herr. Es tut mir leid, aber ich kann keinen Fehler entdecken. Leider muss ich mit einer Strafe belegen, alright. Tschüssi, Leben. Da war ich wohl auf dem Holzweg. Okay, wieder kurze Pause. Ich bin wieder da und viel nachgedacht. Im letzten Endes ist das so gekommen.
die Todesursache nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Weil er wurde erst erdrosselt und dann wurde das Messer auf ihn eingestochen. Und zwar genau dort, wo der Knopf ist. Nochmal Tatortfoto, da seht ihr es. Das heißt, der Knopf ist nicht unbedingt während des Kampfes abgerissen worden. Er könnte auch danach sein. Das ist meine Überlegung. Dies ist der Autopsiebericht des Opfers. Als eindeutige Todesursache gab er Erdrosseln mit einem Schal an. Erdrosseln? Der Messerstich wurde dem Opfer erst zugefügt, nachdem es bereits tot war. Und was soll das bedeuten? Untersuchen wir die Beweise. Auf dem Knopf befand sich Blut des Opfers. Was bedeuten würde, dass er abgerissen wurde? Na, und wann? Nachdem dem Opfer der Messerstich zugefügt wurde. Exakt. Und das würde bedeuten... Der Knopf kam dem Opfer unmöglich während des Kampfes abgerissen worden sein. Denn der Kampf endete damit, dass das Opfer zu Tode gewürgt wurde. Ganz richtig, Frau Andrews. Dieser Knopf kann unmöglich während des Kampfes abgerissen worden sein. Dieser Knopf wurde bewusst vom Leichnam des Opfers entfernt. Ruhe, Ruhe! Was willst du damit andeuten, Wright? Dann ist der Knopf erst eben nach dem Tod des Opfers abgerissen worden. Was ändert das? Lass mich eine einzige, ganz einfache Frage stellen, Edgeworth. Warum wurde der Knopf abgerissen? Zu welchem Zweck? Zu welchem Zweck? Wir wissen, dass der Knopf nicht während des Kampfes abgerissen wurde. Also hat der Mörder sich die Mühe gemacht, ihn vorsichtig von der Leiche zu entfernen. Das würde aber bedeuten, dass der Mörder einen bestimmten Zweck verfolgte, oder nicht? Herr Wright, soll das heißen? Soll das heißen, dass Sie wissen, was der Mörder mit dem Knopf horte und was? Na, den Verdacht auf Engard lenken. Es gibt nur eine logische Begründung dafür, dass das getan wurde. Der Tatverdacht sollte auf Herrn Engard gelenkt werden. Niemand wäre so dumm, einen blutverschmierten Knopf in die eigene Hose zu stecken. Jawohl, Herr Engard wurde reingelegt. Und zwar vom wahren Mörder. Und der wahre Mörder ist... Herr Wright, wer in aller Welt ist denn der wahre Mörder? Endlich. Ich kann's kaum fassen, dass ich's in diesem Prozess so weit gebracht habe. Phoenix, du darfst deine Deckung noch nicht fallen lassen. Nicht vor dem Ende. Der wahre Mörder, die Person, die an den Gartenmord anhängen wollte, ist... Wo ist die Lady? Adrian Andrews. Frau Adrian Andrews, ich habe Sie ausgewählt. Sie sind Herrn Corridats Mörder. Was? Jetzt geht's los. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Herr Wright, das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Können Sie Ihre Anschuldigung beweisen? Beweisen? Alle Beweise deuten auf Frau Andrews hin. Wie absurd. Sie können mir nichts davon anhängen. Kann ich nicht, oder? Wollen Sie mich herausfordern? Was ist dann mit dem Messer? Mit dem Messer wurde auf das Opfer eingestochen, nachdem es erwürgt wurde. Es wurde benutzt, um den Verdacht auf Herrn Engard zu lenken. Ein Messer mit Herrn Engards Fingerabdrücken konnte nur aus seinem Zimmer stammen. Sie waren die Einzige, die mit ihm zu Abend aß und wusste, welches Messer seines war. Mann, wie viele Brillen hast du noch? Dann, was ist mit dem Knopf, der in Metz Hakama gefunden wurde? Dieser Knopf wurde dem Opfer entwendet, nachdem es bereits tot war. Das hat nur die Person, die die Leiche fand, oder der Mörder selbst tun können. Wenn Herr Engard aber der wahre Mörder war, hätte er einen solch belastenden Beweis nicht in seinen eigenen Hakama gesteckt. Nächste Brille. Und die nächste mache ich auch noch kaputt. Die einzige Person, die den Knopf in Herrn Engards Hakama hätte stecken können, ist die Person, die ihn aus seinem Nickerchen weckte. Das waren Sie, Frau Andrews. Ich verstehe. Was mit dem leeren Gitarrenkoffer? Ein weiteres Beweismittel, das Frau Andrews belastet. Das Kostüm verbarg die wahre Identität des Mörders, als dieser vom Tatort floh. Nur wer konnte wissen, dass sich solch ein Kostüm im Gitarrenkoffer befand? Das konnte nur die Person sein, die das Kostüm für das Opfer vorbereitete. Und diese Person sind Sie, Frau Adrian Andrews!
Nein, ich... Was heißt jetzt, Edgy? Puh. Auf dem Gitarrenkoffer wurden aber keine Fingerabdrücke von Frau Endos gefunden. Du selbst hast bewiesen, dass sie zur Tatzeit keine Handschuhe trug. Das ist richtig. Weil sie nicht die Absicht hatte, Fingerabdrücke zu hinterlassen. Hätte jemand herausgefunden, dass sie den Koffer abgefasst hat, hätte man gefragt, warum. Sie öffnete ihn mit einem Handtuch oder so, um keine Abdrücke zu hinterlassen. Aber das Glas Tomatensaft ist eine ganz andere Geschichte. Frau Endos hinterließ mit Absicht ihre Fingerabdrücke, um zu zeigen, dass sie wirklich die benommene Entdeckerin der Leiche war. Ah! Und zu guter Letzt ist da dieses Foto. Ein Foto von dem Mörder, der den Tatort verlässt. Kein vernünftiger Mensch auf Erden glaubt, dieser Nickel-Samurai sei Herr Angard. Er wäre viel zu klein für sein eigenes Kostüm, wäre er es gewesen. Wenn Sie schon bei der Körpergröße sind, Frau Andrews, Sie sind doch eher klein von Statur, nicht? Bitte, hören Sie auf! Nun, ich fange gerade erst an. Wie sieht's aus, Frau Andrews? Diesmal hab ich sie. Frau Andrews! Ich verweigere die Aussage. Was sagen Sie? Es gibt ein Gesetz. Es besagt, dass ich nicht zur Aussage gezwungen werden kann, wenn sie mich selbst belastet. Aha, das macht dich ja noch verdächtiger, wenn du nicht aussagst. Naja, Sie haben völlig recht, Frau Andrews. Das Recht hat einen Weg, Selbstbeschuldigung zu vermeiden. Indem ein Zeuge nicht zur Aussage gezwungen wird, die ihn selbst belasten könnte. Was? Das hatten wir doch schon bei Gant. Die Aussage verweigern. Daran würden die meisten nicht denken. Allerdings, wenn ich an gestern und Herrn Gards Zimmer denke. Adrian Andrews. Ja? Denk an das, was wir gerade besprochen haben. Verstanden? Gut. Das ist es. Da hat Franziska ihr diese Idee in den Kopf gesetzt. Sie muss Frau Andrews gesagt haben, nicht auszusagen, wenn die Dinge schlecht stehen. Du hast gute Arbeit geleistet, denn du hast alles bewiesen, Phoenix. Aber es gibt noch etwas, das du noch nicht getan hast. Etwas, das ich noch nicht getan habe? Stimmt was nicht, right? Schon fertig? Keine Beweise mehr? Was ist so lustig, Herr Andrews? Ich bin mir sicher, das werden Sie auch gleich erkennen, euer Ehren. Denn alles, was der gute Anwalt bisher bewiesen hat, ist bedeutungslos. Was? Alles, was du bewiesen hast, ist nebensächlich. Nebensächlich? Ja, nebensächlich. Du bist ja uns noch einen eindeutigen Beweis schuldig. Der Beweis, dass Frau Endos wirklich den Wunsch hatte, Herrn Korda umzubringen. Oh Mann. Frau Andrews, Sie wollten Sie Herr Korda wirklich umbringen? Ich denke, damit würde ich mich selbst belasten. Deshalb sehe ich von einer Antwort ab. Aber Frau Andrews, wenn Sie das tun, ist es so, als ob Sie Ihre Schuld zugeben würden, nicht? Vielleicht ja, vielleicht nein. Beides lässt sich nicht beweisen. Außerdem wüssten Sie durch mein Schweigen nicht, wessen ich schuldig wäre. Nein, sie hat schon wieder diese Trotzhaltung. Mia, was sollen wir tun? Irgendwie sind wir in der schlimmstmöglichen Situation gelandet. Ich denke, wir sind zu diesem Zeitpunkt zu folgendem Ergebnis gekommen. Frau Adrian Andrews verweigert die Aussage. Und die Theorie der Verteidigung, dass sie die wahre Mörderin ist, wurde durch keinen wirklich eindeutigen Beweis belegt. Aber das ist nicht wahr. In dieser Situation bleibt dem Gericht nur eine Möglichkeit. Die Anordnung einer Unterbrechung. Oh, Unterbrechung? Ich bitte die Anklage und die Verteidigung, sich mit der Sache weiter zu beschäftigen. Und in der Verhandlung morgen... Morgen? Wir haben keinen Morgen. Wenn es heute keinen Freispruch gibt, dann... Moment mal! Bitte warten Sie, euer Herrn. Das ist nicht nötig. Die Verhandlung. Bitte fahren Sie mit der Verhandlung fort. Wozu diese Eile? Dein Mandant hat so einen Tag länger zu leben, nicht wahr? Das ist es nicht. Darum geht es nicht. Edgeworth, ich weiß, dass du weißt, wer der wahre Mörder ist. Bitte fahren wir mit der Verhandlung fort. Wenn es kein Urteil gibt, dann wird Maya... Aber ich kann unmöglich fortfahren, solange die Zeugin die Aussage verweigern. Nun gut, das Gericht ist...
Edgeworth hilft? Es ist nicht unmöglich, die Verhandlungen fortzuführen. Edgeworth, was sagen Sie? Es stimmt, Frau Andrews hat das Recht gegen Selbstbeschuldigung, aber ist das Thema der Unterhaltung eines, das mit ihrer möglichen Schuld nichts zu tun hat, dann kann sie die Aussage nicht weiter verweigern. Ja, das ist völlig richtig, aber... Es gibt jedoch eine kleine Sache, die ich gerne wüsste. Frau Andrews, als Sie die Leiche des Opfers fanden, schenkten Sie sich ein Glas Saft ein. Ja, und? Tut mir leid, aber ich finde das äußerst ungewöhnlich. Wenn man eine Leiche findet, ist man eigentlich erschüttert und rührt nichts im Glas. Also waren meine Handlungen ungewöhnlich, aber ich hab doch schon... Bevor Sie sprechen, möchte ich wissen, ob es einen Grund für Ihre Handlungen gibt. Wenn dem so ist, bitte ich Sie darüber auszusagen. Aussagen? Euer Ehren, ich würde die Zeugen bitten, erneut darüber auszusagen, was passierte, als sie die Leiche des Opfers entdeckte. Die Erkenntnisse, die wir aus der Sage gewinnen, sollten die Zeugen nicht belasten. Ich weiß nicht so recht, was heute mit Edgeworth ist. Ich werde nicht schlau aus ihm. Ist er Freund oder Feind? Ich weiß es einfach nicht. Oder er hat gepeilt, was Felix ihm sagen wollte. Das Gericht gibt dem Antrag der Anklage statt. Wären Sie so freundlich, Frau Andrews? Oh Mann, der Prozess wird noch 3 Jahre dauern. Dieses Glas Saft, ich habe es eigentlich nicht für mich selbst eingeschenkt. Als ich das Zimmer betrat, war ich überrascht, es so unordentlich vorzufinden. Und Jean, er saß in sich zusammengesunken und müde in der Ecke. Als ich ihn so sah, kam mir natürlich nicht der Gedanke, dass er tot sein könnte. Ehrlich gesagt dachte ich, er sei ohnmächtig geworden. Also holte ich ihm einen Saft. Als ich merkte, dass er tot war, warf ich versehentlich die Blumenvase um. Ja, Sie schenkten das Glas Saft also für das Opfer ein. Warum haben Sie das nicht in Ihrer früheren Aussage gesagt? Ich dachte nicht, es sei nötig, so etwas Unbedeutendes zu sagen. Phoenix, sei bitte vorsichtig hier. Wenn du in dieser Aussage nichts Falsches findest, dann können wir nichts mehr tun. Ich weiß. Edgeworth, was zum Teufel geht in deinem Kopf vor? Also gut, Herr Wright. Sie können mit dem Kreuzfeuer beginnen. Als ich die Leiche fand. Oh, wei. Aber es war doch sonst jemand im Zimmer, oder? Natürlich nicht. Also, für wen haben Sie es dann eingeschenkt? Herr Wright, es gibt für alles einen Grund. Können Sie nicht noch ein klein wenig warten, bis Sie es erfahren werden? Mit anderen Worten, Wright, sei still und hör zu. Exakt, das hätte ich nicht besser sagen können. Also, es war unordentlich. Sind Sie sicher, dass es nicht wegen des Kampfes mit Herrn Korda unordentlich war? Ich verstehe deine Frustration darüber, dass du deine Theorie nicht beweisen kannst. Bevor du jemanden eines Verbrechens bezichtigst, musst du Beweise haben. Und dann, was haben Sie dann gesehen, Zeugin? In sich zusammengesunken? Ja, er saß einfach da. Kopf vornübergebeugt, die Augen geschlossen. Er sah wirklich so aus, als würde er schlafen. Geht's nur mir so oder klang das gerade ein wenig seltsam? Als ich ihn so sah, kam mir natürlich nicht der Gedanke, dass er tot sein könnte. Was haben Sie dann gedacht? Ich dachte, vielleicht hat er alles vor Wut zerstört wegen des verlorenen Grand Prix. Dann nach seinem Toben müde war und ein wenig schlafen wollte. Das habe ich jedenfalls gedacht. Ich verstehe. Sie dachten also nicht daran, dass er tot sein könnte. Ehrlich gesagt dachte ich, er sei ohnmächtig geworden, also hol ich meinen Saft. Verdammt. Naja, kurz gehen. Und weiter. Sie dachten, er sei ohnmächtig. Zuerst glaubte ich, dass er schlief. Aber dann, das Zimmer war in solch großer Unordnung. Ich dachte, dass er vielleicht mit jemandem gekämpft hatte. Und dann haben sie das Glas Saft angegossen. Ja, es fiel ihm immer schwer aufzuwachen. Deshalb trank er immer ein Glas Tomatensaft. Ich verstehe. Was passierte dann? Als ich merkte, dass er tot war, warf ich versehentlich die Blumenvase so. Und wie haben Sie gemerkt, dass er in Wahrheit tot war? Ich schüttelte ihn wieder und wieder, aber ich bekam keine Antwort. Also stellte ich das Glas auf die Kommode und wollte seinen Puls fühlen. Ich war schockiert und taumelte rückwärts. Und warf in die Blumenvase so. So ist es gewesen. Ja.
Jetzt kommt es darauf an. Hä? Das ist das absolute Ende für beide Seiten. Und Adrian wird unvorsichtiger. Phoenix, jetzt ist das die beste Gelegenheit, die Anklage auseinanderzunehmen. Ist das nicht so hart? Frau Andrews, sagen Sie uns diesmal die Wahrheit? Oh Mann, ey. Aber ich komme momentan echt nicht drauf. Aber die hätte doch das... Wenn das Glas neben der Vase stand, hätte sie das Glas theoretisch mit umstoßen müssen, ey. Boah, ich muss wieder nachdenken. So. Wir schauen uns nochmal ein paar Aussagen nochmal an, weil ich bin auf nichts gekommen. Ich war überrascht, Frau Twin. Als sie ihn zusammengesunken sah. Moment, wir machen einfach nochmal das Tatortfoto. Also mal ehrlich. Ich würde denken, scheiße, der ist ja tot. Der hat ein Messer in der Brust. Mensch, so einfache Sachen übersehe ich. Sie haben also wirklich nicht gedacht, er sei tot, als sie ihn fanden? Nein, wirklich nicht. Obwohl sie dies sahen, als sie die Leiche entdeckten? Ah! Was soll das bedeuten? Ist das nicht offensichtlich, euer Ehren? Da ist ein Messer, das Herrn Corinna mitten in der Brust steckt. Jeder, der diese Szene gesehen hätte, hätte sofort gedacht, dies sei ein toter Mann. Das ist... Nun, verstehen Sie? Ich bezweifle, dass ihn irgendjemand für ohnmächtig halten und dann ganz locker was zu trinken einschenken würde. Worauf wollen Sie hinaus? Frau Andrews, Ihre Aussage gerade, sie war eine einzige große Lüge. Und die nächste Brille putz. Und Ihre Lüge hat eine Sache eindeutig bewiesen, dass Sie die Mörderin sind. Nein! Nein! Erwischt. Es sieht so aus, als hätte die Verteidigung die hässliche Wahrheit an sich gebracht. Der Angeklagte, Herr Matt Engard, ist nicht der Schuldige. Aber das ist unmöglich. Sie irren sich. Freundlos, versuchen Sie die Fassung zu bewahren. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Das können Sie mir glauben. Es war Matt. Ich schwör's. Er hat Joe ermordet. Aber Sie waren diejenige, die die Aussage verweigerte. Und der Grund dafür war, dass Sie sich vielleicht selbst belassen könnten. Das war weil... Freundlos, ich gebe Ihnen eine letzte Chance. Was ist es, das Sie verbergen wollen, weil Sie es belasten konnte? Ich verweigere die Aussage. Die Strategie zieht nicht mehr, Mädel. Dann sieht das Gericht keinen Grund, diese Verhandlung weiter fortzusetzen. Herr Matt Engards Unschuld wurde klar bewiesen. Ist es vorbei? Haben wir die Wahrheit endlich gefunden? Stimmt was nicht, Phoenix? Normalerweise. Normalerweise gesteht der Mörder oder die Mörderin seine oder ihre Schuld. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist dies das erste Mal, dass es jemand nicht tut. Dann würde ich gerne mein Urteil für Herrn Matt Engard verkünden. Euer Ehren, die Anklage denkt, dass es noch zu früh für eine Urteilsverkündung ist. Was? Der Grund ist ganz einfach. Die Zeuge muss erst noch die absolute Wahrheit sagen. Die absolut wahre Wahrheit? Was wollen Sie... Zeugin, haben Sie immer noch nicht verstanden? Ich weiß nicht, wer Ihnen diese blödsinnige Idee in den Kopf gesetzt hat, aber solange Sie sich durch Schweigen schützen, ist Matt Engard frei. Und anstatt seiner, sind Sie die Schuldige. Das ist eine Lüge. Ich glaube Ihnen kein Wort. Was? Mir wurde gesagt, wenn ich rede, ist alles aus. Und Matt würde nie schuldig gesprochen werden. Wovon in aller Welt redet sie denn bloß? Ist sie verrückt geworden? Ich kann nicht darüber reden. Meine Angst ist zu groß. Es ist Franziska von Karma. Hä? Erinnerst du dich nicht, Phoenix? Frau Andrews hält sich strikt an die Worte anderer, weil sie nicht die Kraft hat, an sich selbst zu glauben. Dann ist Frau Andrews gerade... Gestern bekam sie von Frau von Karma einen Rettungsring zugeworfen. Sag kein Wort, egal was passiert. Tust du es doch, wird Matt Engard freigesprochen. Frau Andrews klammert sich gerade verzweifelt an diese Worte.
Was sollen wir dann tun? Das ist das erste Mal, dass mir so etwas unterkommt. Aber Frau Endlos muss die Mörderin sein, nicht wahr? Wir müssen nur unseren Freispruch bekommen. Das ist alles, was zählt. Ich weiß nicht. Ich flehe sie an, mir zu glauben. Ich habe John nicht getötet. Zu Hilfe, bitte. Kann mir jemand helfen? Herr Wright. Ja, euer Herr? Das Gericht kann so nicht weitermachen. Deshalb möchte ich wissen, was Sie vorhaben. Was ich vorhabe? Was soll ich nur tun? Was soll ich denn sagen? Wright, ich rate dir das sehr gut zu überlegen. Denk darüber nach, was diese Zeugin getan und was sie nicht getan hat. Und denk darüber nach, wer der eigentliche Kopf hinter dem Verbrechen ist. Wer der eigentliche Kopf dahinter ist, ist das nicht offensichtlich? Es kann niemand anders sein als die weinende Frau dort drüben, oder? Komm schon, was tust du? Was für ein Mann bist du, Phoenix Wright? Mann, ich glaube, dass ich auf diese Weise meinen Freispruch nicht bekomme. Andrews muss noch einmal aussagen. Ich muss heute einen eindeutigen Freispruch gewinnen. Kein Entkommen. Aber ich bringe es nicht über mich, es so zu tun. Nicht, wenn sie so ein Gesicht macht. Frau Andrews, ich möchte gerne wissen, was Sie wirklich verheimlichen. Herr Wright, wissen Sie ganz sicher, was Sie da tun? Herr Angar bekäme einen Freispruch, aber Sie wären an seiner Stadt schuldig. Das ist... Wollen Sie wirklich, dass dieser Prozess so endet? Seien Sie still! Wie können Sie es wagen? Sie wollen mich reinlegen! Das reicht. Ihr Versuch ist lobenswert, Herr Edgeworth. Aber ganz offensichtlich ist die Theorie der Verteidigung die Wahrheit. Sie irren sich! Welch eine Schande. Ich hatte gehofft, dass es nicht so weit kommen würde, aber... Was ist los, Herr Edgeworth? Frau Andrews, da Sie die Aussage absolut verweigern, liegt es nun an mir, dem Gericht Folgendes mitzuteilen. Stopp! Edgeworth? Diese Zeugin, wie soll ich es am besten sagen? Sie hat eine Krankheit. Was? Und wegen dieser Krankheit hatte sie schon mal versucht, Selbstmord zu begehen. Stopp! Bitte hören Sie auf! Egal wie sehr Sie es auch verheimlichen wollen, es hilft nichts. Ich habe hier Beweise. Das ist... Teil 2 des Gutachtens über den Selbstmord. Das Gutachten Selbstmordversuch. Das werden Sie jetzt tun. Was werden Sie jetzt tun, Zeugin? Sie wissen, was ich vorhabe, nicht wahr? Ich erzähle dem Gericht die wahre Geschichte über die zu bemitleidende Adrian Andrews. Das Geheimnis ihres zweiten Wesens. Vor nichts in aller Welt hat sie mehr Angst, als dass andere davon erfahren. Bitte, bitte hören Sie auf! Ich flehe Sie an! Wenn die Leute es wissen, werde ich... Ist das nicht Erpressung, Edgy? Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie den Tod wählen würden, geht mich das nichts an. Edgeworth, wie kannst du nur so kaltherzig sein? Bevor sie jedoch sterben, werde ich die Wahrheit von ihren lebendigen Lippen hören. Egal, was ich dafür tun muss. Er ist wieder der Alte. Also, werden sie es dem Gericht sagen, oder soll ich es tun? Beides ist mir recht. Ich werde reden. Aber bitte, helfen Sie mir. Mann. Es ist alles egal. Mein Verbrechen. Zuerst als ich ihn sah, dachte ich wirklich, er sei ohnmächtig, ganz ehrlich. Als ich merkte, dass er tot war, dachte ich mir einen Plan aus. Als ich sicher war, dass niemand im Gang war, lief ich schnell in Matts Zimmer. Und dann stach ich mit dem Messer auf Johns Leiche ein und riss auch den Knopf ab. Erst als ich fertig war und zu Matts Zimmer zurückkehrte, gab es kleine Schwierigkeiten. Und deshalb benutze ich das Nickel-Samurai-Kostüm. Auf die Leiche eingestochen? Mit dem Messer? Aber warum denn? Ist das nicht offensichtlich, um das Ganze einer gewissen Person anzuhängen? Einem gewissen feigen Mann? Was wollen Sie damit sagen? Das Gericht wird wohl einige Zeit brauchen, um das alles zu verstehen. Aber... Das ist die Wahrheit. Der wahre Mörder ist Matt. Dieser Mistkerl. Ich werde ihm das nie vergeben. Er versucht schon wieder, seiner Schuld zu entkommen.
So wie letztes Mal. Letztes Mal? Also stach Frau Andrews mit dem Opfer John Kreuder mit dem Messer in die Brust. Aber sie tat es ohne Mordabsichten. Sie tat es, um Matt Angard für den Mord verantwortlich zu machen. Und genau das ist ihr Verbrechen. Was? Wie ist das möglich? Ich meine, war denn nicht Frau Andrews die wahre Mörderin? Herr Wright, überwinden Sie bitte Ihren Schock und fangen Sie mit dem Kreuzfeuer an. Na gut, der Prozess dauert eh schon lange genug, ey. Aber sie erkannten anhand der Unordnung, dass es einen Kampf gegeben haben muss. Wussten sie wirklich nicht, dass er tot war? Er hatte einen Schal um seinen Hals gewickelt. Aber dieser Schal ist Teil des Minilinier-Kostüms. Deshalb fiel mir daran nichts Außergewöhnliches auf. Auch sein Kopf war etwas nach unten geneigt. So sah ich sein Gesicht nicht gut. Darum dachte ich daran, ihn aufzuwecken und goss ihm den Saft ein. Was war dieser Plan, den sie hatten? Ich wusste sofort, dass Matt der Mörder war. Ich wusste es, weil Jean... Er wollte Matts größte Schwäche der Welt preisgeben. Also tat Matt es, um Jean zu stoppen und brachte ihn für immer zum Schweigen. Also dachte ich mir, ich sollte Beweise fälschen und den Mord Matt anhängen. Also waren die gefälschten Beweise das Messer und der Knopf. Als erstes kam mir der Gedanke, mit dem Messer zuzustechen. Das Messer zu holen, richtig? Das Messer, das Matt beim Abendessen benutzt hatte, war voller Fingerabdrücke. Ich dachte mir, wenn ich das benutze, wird die Polizei auf ihn aufmerksam werden. Matt machte zu jedem Zeitpunkt ein Nickerchen in seinem Kostüm. Ich schlich mich hinein, nahm das Messer und kehrte zum Tatort zurück. Und dann stach ich mit dem Messer auf Johns Leiche ein. Also waren sie diejenigen, die mit dem Messer auf das Opfer einstach. Jetzt bekomme ich eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, was ich getan habe. Aber damals hatte ich keine Kontrolle über meinen Körper. Er handelte alleine. Als ich dann auf Johns Leiche einstach, kam mir eine weitere Idee. Ob sich nicht der Knopf dazu verwenden ließ, noch mehr Verdacht auf Matt zu lenken? Also dachten sie daran, einen Knopf abzureißen und den Herrn Angards Herr Karma zu verstecken. Ja, das wollte ich tun. Aber die Dinge laufen manchmal anders als geplant, nicht wahr? Schwierigkeiten? Eine Frau mit einer Kamera lungert im Gang herum. Ich wette bei meiner Frisur, dass es Lotta war. Und eine Frau mit einem Betäubungsmittel im Anschlag lief auf und ab. Das war Frau Oldbeck. Ich bin schon einmal erwischt worden und die Geschichte kam dann in die Klatschpresse. Deshalb konnte ich schlecht einfach so rausgehen und mich wieder erwischen lassen. So, das ist der Rest der Aussage. Sie waren diejenige, die das Kostüm hergerichtet hatte, oder? Ja, ich hatte es von den Global Studios. Ich habe es auch am Tag vor der Preisverleihung in Johns Gitarrenkasten gelegt. Sie haben das zur Vorbereitung auf die Pressekonferenz getan, richtig? Ja, John wollte das Kostüm tragen und die Pressekonferenz darin abhalten. Er wollte dann Matts großes Geheimnis preisgeben. Was war dieses Geheimnis? Das weiß ich nicht. Jedenfalls dachte ich, wenn ich Johns Zimmer im Nickel-Samurai-Kostüm verlasse, würden die Leute denken, er sei der wahre Mörder. Beim Öffnen des Gitarrenkoffers hinterließ ich keine Fingerabdrücke. Ich wollte, dass absolut niemand von dem Kostüm wusste. Ich denke, wir haben genug gehört. Danach gingen sie also zu Herrn Gards Zimmer zurück und versteckten den Knopf. In Matts Hakama? Ja. Danach faltete ich das Kostüm, das ich getragen hatte, und steckte es in eine Tüte. Dann schmuggelte ich diese aus dem Hotel und schaffte sie weg. Mein Gott. Was soll das alles nur bedeuten? Herr Edgeworth? Der wahre Kriminelle ist Matt Angard. Gestern hatte ich ein Gespräch mit dieser Staatsanwältin. Franziska? Sie sagte, ich sollte unter keinen Umständen gestehen, was ich getan habe. Dass, wenn ich schweige, Matt auf jeden Fall schuldig gesprochen werden würde. Ich hatte keine andere Wahl, als ihren Worten zu glauben. Was diese Zeugin getan hat, ist eindeutig gesetzwidrig. Aber solange wie ihre Aussage steht, können wir sicher sein, dass sie nicht die wahre Mörderin ist. Warten Sie, euer Herrn. Die Verteidigung hat... Right.
Es ist nutzlos. Zu diesem Zeitpunkt ist es unmöglich, Frau Andrews einer Sache anzuklagen. Ja, richtig. Es gibt keinen einzigen Beweis, der besagt, dass sie die Mörderin ist. Das Kreuzfeuer dieser Zeugin ist vorbei. Und auch die heutige Verhandlung. Sie konnten nicht beweisen, dass die Zeugin schuldig ist. Hören Sie auf, Herr Wright. Aber... Herr Edgeworth, bitte stellen Sie Frau Andrews zur weiteren Befragung unter Arrest. Verstanden, euer Herrn. Die Anklage bereitet ihre Inhaftierung unverzüglich vor. Das ist alles. Das Gericht ist für heute vertagt. Nein! Lass ich Felix uns hier. Die heutige Verhandlung ist vorbei. Und ich habe keinen Freispruch erreicht. Zeugin, darf ich Sie etwas fragen? Hä? Edgeworth? Worum geht's? Bevor Sie das Gericht heute verlassen, würde ich gerne noch eine Sache sehen. Die Karte in Ihrer Hand. Sie hat meine Aufmerksamkeit schon lange erregt. Meine tatsächlich auch. Was genau ist das? Oh, das? Herr Wright hatte auch schon danach gefragt. Als Sie mich fragten, konnte ich mich nicht erinnern, Herr Wright. Aber ich erinnere mich jetzt. Ich habe sie an jenem Tag im Zimmer gefunden. Im Zimmer? An jenem Tag? Ja. Ich fand die Karte, als ich Johns Leiche entdeckte. Sie lag direkt neben ihm. Sie haben die Karte neben der Leiche gefunden? Ich glaube, ich muss sie unbewusst in meine Tasche gesteckt haben. Aber die Karte hat doch nichts mit Johns Mord zu tun, oder? Ich denke nicht, aber... Es ist eine sonderbare Karte, wenn man mich fragt. Aber ein Hinweis für diesen Fall. Ich sehe keinen Grund dafür. Zeugin, diese Karte. Geben Sie sie mir, schnell. Edgeworth? Wissen Sie, was Sie für eine Dummheit begangen haben? Wenn auch aus Versehen... Das, ich kann nicht glauben, dass sie mir die ganze Zeit vorenthalten haben. Es war keine Absicht. Was soll das Ganze? Ich habe etwas noch nie so emotional gesehen. Genauso wie ich, wenn ich meine Leute anfechte. Meine Zeugen. Diese Karte. Was in aller Welt ist das? Was bedeutet sie? Doch das erst beim nächsten Mal. Tschö mit Ö.